So, auf jeden Fall, Tung versteckt sich an der Tankstelle. Und irgendwo soll ein asiatischer Vampirtyp sein. Er vielleicht hier. Der sieht doch irgendwie schon so ein bisschen. Der hat doch irgendeinen Schaden hier, der. Sieht ein bisschen asiatisch aus. Ich würde auch vielleicht gern nochmal dieses Orakel befragen, welches sich. Wo sind wir denn hier? Oh, eine dunkle Ecke. Sehr schön. Welches sich am Strand befindet. Wir schauen nochmal hier eben rein. Wir haben den. Hat ihnen den Führerschein gegeben. Genau, da können wir doch hier mal bei. Bei dem Mann mit dem dicken Bauch müssen wir mal kurz vorbei. Ich glaube, der war hier hinten in der Ecke. Was hast denn du für ein. Also, ihr werdet ja als Bekloppter hier, ihr Typen. Was bist du für einer? Also, das wird immer bekloppter hier, das Ganze. Bail Bonds. Ah ja, Kilpatricks. Genau, hier war das doch mit dem Computer. Da können wir mal einen Blick riskieren. Zumindest würde ich das mal vorschlagen. Mal schauen, was hier der Mr. Kilpatrick für seine Zusammenarbeit haben möchte. Ich bin neugierig auf Ihr Geschäft. Schmeißen Sie den Laden, prellen viele Leute die Kaution. Eigentlich wollte ich noch was anderem fragen. Nichts, bis später. Haben Sie von den Morden hier gehört? Ich gehe mal weg. Vielleicht kann man den Crime Pooter einfach so benutzen. Okay, das scheint eine Datenbank zu sein. Wie gesagt, ich sehe die Tastatur nicht, deswegen sehen die Eingaben so komisch aus. Wir werden mal einen Blick in den Führerschein werfen, wenn ich ihn finde. Was ist das hier? Ein Schlüsselbund. Da haben wir den Schlüssel Pfandleihe. Apartments. Raum 508, ein Schlüssel zum Versorgungsraum. Wir sollten auf jeden Fall auch mal in unserem Apartment vorbeischauen. Ein kalifornischer Führerschein ausgestellt auf einen Virtual Crump. Okay, gucken wir doch mal unter C. C ist. Oh nein. Rausgetappt. Und da bin ich wieder. Leider hat mir eben gerade die Windows-Taste die Aufnahme zerschossen, als ich A bis F eingeben wollte. Und da bin ich wieder. So, und da haben wir einen Crump. Komma V. Kaution gestellt am 25.03.02. Zweimal Erregung öffentlichen Ärgernisses, Trunkenheit und Entblößung. Fall 766141. Kautionsbetrag $5.000. Kautionsart Bargeld. Vollständig gezahlt. Hinweise: stammt aus der Stadt. Entfällt. Leiche des Subjekts identifiziert. Aufbewahrt im Leichenhaus des Krankenhauses. Behörden benachrichtigen Angehörige. Also, dieser Mr. Crump ist leider schon tot. Vielleicht finden Sie dort weitere Hinweise. Das heißt, wir müssen mal wieder ins Krankenhaus und dort nach weiteren Hinweisen suchen. Aber zuerst mal würde ich gerne noch in unserem Zuhause, wenn man das Dreckloch so nennen darf, da würde ich gerne noch mal reinschauen, was es dort gibt. Boah, riech mich nicht auf, sonst hast du gleich ein paar an der Backe hängen, Freund. Ja, was wir hier in unserem Zuhause, vielleicht finden wir am Computer ein paar neue Informationen. Wir sind ja jetzt schon ein bisschen hier unterwegs gewesen. Und irgendwas war doch mit einem Tunnel, der aus der Stadt führt. Und vor allem, wo ist unser. Oh Gott, ich habe mich wieder völlig verlaufen. Ich glaube, wir müssen hier einmal durch. Wer bist denn du? Hallo? Ah, dann mach mal einmal voll hier. Danke. Ja, so funktioniert das mit der Maskerade. Und wir gehen. Ich speichere auch auf dem Zuge nochmal. Es ist mal wieder Zeit. Ja, auf dem Wege. Und wir schauen mal. Ich meine, in der Main Street, da vorne steht auch schon wieder eine dralle Schönheit. Und er hier. Ach, du ahnst das nicht, was denn hier passiert. Gallery Noir ist alles komplett gesperrt. Vielleicht mal kurz hier mit dem Polizisten reden. Tatort eines Verbrechens. Was ist denn hier passiert? Na, ich hoffe mal, sie schnappen den Kerl. Die Person, die das getan hat, bis dann. Ja, das ist natürlich. Das ist schon sehr dreist. Wer macht denn sowas?
Also das geht gar nicht. So, hier geht es in unser Apartment. Wir haben hier auch einen Briefkasten, fällt mir gerade wieder ein. Huh? Nein, hier bin ich aber falsch. Ich dachte, hier wäre das Apartment. Bei ihm hier könnten wir höchstens den Goldring verticken. Das will ich nicht. Tattoo Studio Piercing. Haben wir hier gewohnt? Nee. Es ist gesichert. Ich möchte gerne wissen, wie man das hier öffnet. Wir brauchen anscheinend da noch irgendein Gerät für. Haben wir hier gewohnt? Ach ja, hier. In diesem Gossenloch. Hör mir auf. Raserei bedeutet Kontrolle durch das Tier. Ein Vampir in Raserei ist eine wütende Killermaschine, die verzweifelt überleben will. Oh, schauen wir mal hier in den Briefkasten. Der ist leer. Oh, aber hier liegt eine Zeitung. Leichenteile am Pier gefunden. Hier ist auch offen. Aber hier gibt's nach wie vor bis auf Pizzaschachtel nichts Neues. Das heißt, wir gehen. Mach zu die Tür. Mach zu die Tür. Wir gehen mal hier hoch. Was haben wir hier oben? Hier ist abgeschlossen. Nur mal gucken. Hm. Na komm. Schauen mal. Kleinen Blick können wir ja mal riskieren. Ist ein leeres Zimmer. Ein ganz leeres Zimmer. Hier ist nur ein Telefon und ein schöner Heizkörper. Vielleicht hier oben? Nein. Oh, was ist denn das? Spinnen, ein Feldführer für Voyeure. Ist das Spinnen oder Spannen? Ne? Wir gucken uns das mal in unserer eigenen wunderschönen Wohnung an. Haben wir hier auch sowas Lustiges liegen? Nein, natürlich nicht. Ich mache immer mit C das Inventar auf seit neuestem. Spannen, ein Feldführer für Voyeure. Spannen ist nicht länger der Zeitvertreib einsamer Perverser, sondern Ausdruck gesunder Sexualität, sagen mindestens drei Psychologen. Jeder gute Voyeur muss seine Heimlichkeit trainieren. Lernen Sie, geduckt zu gehen und Ihr Gewicht gleichmäßig zu verteilen. Nutzen Sie Schatten und Deckung und bald schon haben Sie jede Menge riesiges Videomaterial. Dieses Buch steigert Ihre Heimlichkeit. Lesen wir natürlich direkt. Heimlichkeit können wir immer mal gebrauchen. Und hier ist auch schon... Den Zettel haben wir. Das hier ist... Das war immer noch hier mit den Regent der Tremere, wo ich immer noch nicht weitergekommen bin. Wir haben eine neue E-Mail. Was gibt's denn hier? Eine Bitte, die 5. Wir haben erfahren, dass eine Probe Werwolfblut in die Hand der Lokalpresse gelangt ist und zur Analyse in die Klinik von Santa Monica geschickt wurde. Um die Verantwortlichen haben wir uns gekümmert. Höchst schmerzvoll, keine Sorge. Doch aus offensichtlichen Gründen darf niemand die Probe testen. Hol sie zurück und wirf sie in deinen Briefkasten. Wir werden dich angemessen entlohnen. SL. Okay. Also wird es mal wieder Zeit hier. Haben wir da noch was? Putzmittel auf eine Steckdose im Badezimmer ist definitiv gesundheitsfördernd. Hier haben wir noch ein Brett vorm Kopf, aber das können wir nicht öffnen. Hier der Kühlschrank ist auch noch offen, aber leer. Mach zu das Ding, komm, ganz zu. Ja, also als nächstes heißt es dann wieder mal zurück in die Klinik. Und ich gucke mal gerade so auf den Timer. Wir sind jetzt bei einer knappen Stunde Aufnahmezeit. Das heißt, ich werde jetzt erstmal die Aufnahmesession unterbrechen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part mal wieder im schönen Krankenhaus. Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire The Masquerade Bloodlines. Wir sind hier aus unserer Wohnung gekommen. Wir haben ja im letzten Part in dem schönen Asylum, was glaube ich jetzt auf der anderen Seite ist, was ein Glück, haben wir ja Jeanette und Cerise hier gegeneinander etwas ausgespielt, aber da fühle ich mich jetzt nicht wirklich schuldig deswegen, also das ist schon okay.
Ja, es war ja eine gespaltene Persönlichkeit. Die Therese-Persönlichkeit hatte ja die Jeanette-Persönlichkeit getötet. Und dann schauen wir mal, was wir hier offen haben. Wir haben eine E-Mail bekommen von dem Prinzen. Lacroix hat ihnen eine E-Mail geschrieben, sie sollen eine Konserve Werwolfblut aus dem Krankenhaus holen, um die Maskerade zu schützen. Dann haben wir hier noch den Virgil Crump, der liegt auch im Leichenschauhaus. Also müssen wir leider noch einmal zurück in das Krankenhaus gehen, jetzt als nächstes. Ich werde allerdings hier nicht den Vordereingang nehmen bei Schwester Edna, sondern wir gehen durch unseren kleinen separaten Hintereingang rein. Das passt schon. Ja, gleich mal runter in die Leichenhalle. Wenn er uns denn lässt, so. Mal hinab. Und wir schauen mal, hier ist Angestellte des Monats, das ist Miss Man. Ja. Niederfix? Niederfix. Ja, zeig mal, was du hast. Blutkonserve für 99 Dollar. Wir haben im Moment 262 Dollar. Das ist dann ein bisschen wenig. Möchte ich jetzt keine. Wir haben noch zwei Blutkonserven, glaube ich, im Inventar. Jawohl, das reicht uns. So, kurz mal einen Blick. Hier hineinwerfen. Ja, hier gibt es nichts Neues. Ich mache das einmal hier schnell durch. Ah, hier war der PC und hier ging es doch auch bei den Kühlschränken rein. Schauen wir mal. So, wir brauchen ein Passwort. Das hacken wir natürlich. Diesmal mit Fähigkeit 4. Das sieht schon mal gut aus. Passwort korrekt. Und wir wollen natürlich das Passwort für den Kühlschrank haben. Fehler beim Datenempfang. Bitte Administrator kontaktieren. Okay, also hier geht es nicht weiter. Das heißt, wir gehen mal straight in die Leichenhalle und dann mal schauen, wo wir das Werwolfsblut finden. Wo war denn die Leichenhalle? Hier waren ja die Kühlschränke. Und hier gibt es noch ein Zahlenfeld. Error, Passwort. Da müssen wir unbedingt noch gucken, wie wir mit dem weiterkommen. Falls da einer eine Idee hat und bitte nicht aus der Lösung auskopieren, das wäre doof, dann schreibt es mir ruhig in die Kommentare. Dann gucken wir mal. Ich schau mal gerade hier oben, gibt es auch nichts. Ja, hier hat wohl einer im Zorn ein Loch in die Wand getreten, aber das haben wir ja schon alles gesehen. Ah. Aber das ist neu. Ja, doch, setzen wir nicht hier gelegen, oder? Ja, der sieht auf jeden Fall etwas blutleer aus, der Gute. Weil ich meine, es war ein farbiger vorher und die Augen verraten eigentlich, dass er, und ihm fehlt ein Finger, oder sieht das nur so aus? Also wenn ich mir diese Augen so angucke, dann könnte es auch gut sein, dass er nochmal irgendwann aufsteht und hier haben wir eine Kiste. Und wir kriegen die auf, sehr schön. Ein Verlobungsring, sieht aus wie ein Verlobungsring für ein Mädchen, das regelmäßig den Geldautomaten plündert. Was Teures zum Verkaufen, das nehmen wir natürlich. Und was haben wir hier? Eine Zugangskarte. Eine einfache magnetische Zugangskarte. Für das Foxy Boxes. Foxy Boxes, das klingt ein bisschen wie... das klingt ein bisschen wie so ein Teil, wo man Kisten zwischenlagern kann. Ah, und hier war der PC. Wenn du das liest, bist du nicht tot. Das ist gut. Ach, hier können wir gucken. Genau, im Zusammenhang mit den Leichen schauen wir doch mal gerade rein. Ja, das sieht man nach Kuhglocke. Wir brauchen mehr Kuhglocke. Und da haben wir Crump, V. Opfer starb an Herzversagen. Persönliche Gegenstände in Lager B. Ja, Herzversagen klingt aber nicht wirklich wie die Tat eines Vampirs. Ein Vampir würde doch eher ein Opfer an Blutarmut sterben lassen. Ah, hier geht's hier nochmal rein. Okay. So, schauen, wo wir hier hinkommen. Wir brauchen ja noch die Blutprobe. Die muss ja auch sich hier irgendwo befinden. Mal gucken. Was haben wir hier? Ah, Malcolms Büroschlüssel. Ah, da hätten wir gar nicht die Tür knacken brauchen. Können wir hier durch? Ah, hier ist jetzt auch offen.